Die Motorsportschweiz Live Lounge wird Ihnen präsentiert von D-Max, Tissot, Motorricardo.ch, Rocker, der interregionalen Blutspende SRK und der Schweizer Paraplegiker Stiftung. Motorsport Schweiz Live Lounge. Wir haben jetzt unseren letzten Gast für heute, und zwar ist das Nina Havel, TV-Moderatorin und Schauspielerin, bekannt aus Schlips und Music Star. Hoi Nina. Hoi Vanessa. Schön, bist du da. Danke für die Einladung. So, du bist ja Moderatorin und Schauspielerin. Erzähl mal, wie bist du dazu gekommen? Also hauptsächlich bin ich Moderatorin. Ich habe das Glück gehabt, ein paar Theaterspiele mitzumachen. Aber ich würde es nicht wagen zu behaupten, dass ich wirklich Schauspielerin bin. Da gibt es so viele andere, die das besser können. Darum konzentriere ich mich hauptsächlich aufs Moderieren. Das mache ich jetzt schon bald 20 Jahre. Ich habe 1996, wie du richtig gesagt hast, mit Schlips angefangen. Aber ich weiss nicht, wie viele Leute das noch kennen. Und dort bin ich durch Zufall reingerutscht. Ich habe bei einem Casting mitgeholfen und der Regisseur hat mich sozusagen entdeckt. Und dann hat er mich gefragt, ob ich das machen möchte. Und dann habe ich gesagt, ja klar. Und habe das während der Schule gemacht. Und als ich dann die Schule fertig hatte, habe ich gefunden, komm, jetzt mache ich das als Beruf. So richtig. Echt. Und mache das bis heute. Super. Und momentan, wo sieht man dich so im TV? Was sind so deine Projekte? Jawohl, also ich bin jetzt mehrere Staffeln schon dabei bei «Tierische Freunde». Das ist eine Tiersendung, die immer am Sonntagabend um 17:45 kommt auf dem SRF 1. Wir produzieren jetzt die neue Staffel. Die neuen Folgen kommen dann im Herbst wieder im Fernsehen. Im Sommer bin ich wieder im Sommerkrimi mit dabei. Letztes Jahr bin ich auf Gotland. Dieses Jahr reisen wir auf Istanbul, um dort die Folgen zu drehen. Die kommen dann in der Sommerpause immer am Dienstagabend. Und dann bin ich vielleicht noch bei einem anderen Projekt dabei, wo ich noch nicht genau weiss, ob das zustande kommt. Und sonst moderiere ich hauptsächlich Events. Ja, wir sind gespannt dann. Jetzt zurück zum TÜV-Fahren kommen wir jetzt. Wann hat das angefangen bei dir? Mit 16, da hatte ich das erste Zweirad, also abgesehen vom Velo, da durfte ich so das kleine 50er fahren, damit ich etwas schneller unterwegs bin. Und dann mit 18 musste ich gerade die 125er-Prüfung machen. Und dann hat es zu meinen Gunsten die Regelung gegeben, dass man plötzlich bis 35 km abfahren darf. Dann hatte ich gerade einen 650er Sugi. Und dann habe ich eigentlich immer gesagt, mit 25 wollte ich Harley. Und tatsächlich, mit 25 hatte ich meine Harley. Nicht schlecht. Gibt es denn Parallelen von deinem Beruf zum TÜV-Fahren irgendwie? Ja, ich glaube schon. Also ich bin selbstständig, ich habe meine eigene Firma, ich bin meine eigene Chefin. Und so sehe ich das auf dem TÜV auch. Also, wenn ich einfach keine Lust mehr habe, dann hocke ich auf meinen TÜV und fahre ab. Und so ist das bei meinem Job auch. Wenn ich keine Lust habe, dann mache ich es einfach nicht. Suche mir etwas anderes. Ich bin recht flexibel und freiheitsliebend und das passt sehr gut zusammen. Hast du dann überhaupt genug Zeit zum TÜV fahren? Ja, also ich fahre selten so TÜV, dass ich sage, so, und heute fahre ich jetzt einmal über den Gotthard. Dort hätte ich, glaube ich, ein bisschen Skrupel, dass es Zeitverschwendung ist. Aber wenn ich eine Freundin im Tessin besuche, dann gehe ich selbstverständlich mit dem TÜV. Ich bin auch schon in die Sportferien bis auf Spanien mit dem TÜV. Oder ich gehe als Rock'n'Roll-Festival auf Italien mit dem TÜV. Und so habe ich immer gerade zwei Flüge mit einer Klappe. Aber mindestens eine lange Reise pro Jahr muss Zeit haben. Das heisst, du bist eher so ein Fan von Spritztour oder doch ab und zu doch mal eine längere Tour? Ja, beides. Also in erster Linie ist der TÜV natürlich auch einfach ein Fahrzeug, das mich von A nach B bringt. Also ich bin oft auch an die Uni mit dem TÜV, weil ich denke, ein Parkplatzproblem hatte. Aber eben, lange Touren, das macht es schon auch aus. Da packst du einfach deine 7 Sachen, fahrst los, hast keine Ahnung, wo du am Abend schläfst. Siehst aus, wie wenn du irgendwie 3 Tage nicht duschen hast, weil du strudelbar bist, nicht geschminkt und so. Das geniesse ich total. So wie du vorher schon erwähnt hast, du fährst ja Harley Davidson. Was ist das genau für eine? Es ist ein Sportster, ein 1200er, selbstverständlich, wenn schon, dann schon. Es ist eine ganz kleine, feine. Also, ich hätte gerne grosse, schwere Maschinen, aber mit der kann man dann, glaube ich, ich weiß nicht, ich muss mich korrigieren, nicht so weit fahren, denke ich. Also, meine ist schön wendig und kommst überall hin. Ich muss auch nicht Angst haben, dass sie geklaut wird, weil sie nicht so wahnsinnig toll ist. Es ist ganz einfach. Die kann ich auch draußen stehen lassen. Ja, mein Traum wäre, dass ich natürlich auch noch selber ein bisschen daran bastle. Ja, zu dem bin ich irgendwie wie noch nicht gekommen. Das kann ich auch nicht, ich bräuchte auch Hilfe.
aber ich würde sie sehr gerne auch sprayen lassen. Da arbeite ich noch dran. In dem Fall bist du handwerklich begabt, wenn du sagst, du willst selber ein bisschen mal rumwerken. Ja, eben, eigentlich nicht so. Aber ich interessiere mich dafür. Also wenn jemand etwas würde schrauben dran, würde ich mindestens zuschauen und wissen, was er macht. Das schon. Aber selber, ja, habe ich das Wissen nicht, wie all diese Fachleute. Du musst es noch ausprobieren, dann siehst du es. Unbedingt. Ausprobieren würde ich schaurig gerne. Dann, es gibt einen Artikel über dich in der Glückspost. Mhm. Dort sagst du, dass deine Harley, die nennst du Eseli. Das ist ein sehr außergewöhnlicher Name irgendwie für einen TÜV. Wie bist du zu dem gekommen? Also du bist etwas netter als ich. Ich sage ihm Esel. Das ist einfach mein Esel, der mich noch jemand herbringt. Oder? So ein Schleppesel, wo du hinten deine Tasche drauf packst und bequem kannst weiterreisen. Ich habe keine Ahnung, wie ich auf die Idee gekommen bin. Das habe ich einfach so gesagt. Sagen das andere nicht auch? Sagst du das nicht? Dass sie Esel heisst? Ja, das dürfte Esel ist nicht. Dass sie in dem Fall ein bisschen störisch. Nein, sie hat mich noch nie im Stich gelassen, noch gar nie, obwohl ich sie nicht immer super behandle. Wirklich, da muss ich sagen, wobei Eseli wahrscheinlich auch eigentlich gar nicht so störisch sind, wie man immer sagt. Also sehr pfleglich. Ist es ein Zweisitzer? Hast du Platz? Ja, also ich hätte Sozius versichert, ja. Aber ich weiss aus eigener Erfahrung, als ich noch in die Fahrschule gegangen bin, wo ich hinten drauf musste sitzen, er ist nicht sehr bequem hinten drauf. Ich habe jetzt extra noch Sissi-Bar gemacht, damit man wenigstens das Gefühl hat, dass man nicht hinten runterfällt. Aber ja, ich weiss nicht, ob das so der Plausch ist, hinten drauf zu sitzen. Also und mir macht es auch mehr Spass, allein zu fahren. Also würdest du nicht unbedingt jetzt jemanden hinten drauf mitnehmen? Ja doch, klar, mache ich natürlich auch gerne mal. Aber eigentlich lieber mit mehreren Töpfen und jeder hockt allein drauf. Und dann noch, was denkst du, fährst du in 10 Jahren, wirst du ihr treu bleiben oder kommt dann irgendwann mal der Wechsel? Ja, also ich glaube, als Harley-Fahrerin bist du ja nicht eine richtige TÜV-Fahrerin. Du bist einfach in erster Linie eine Harley-Fahrerin. Das sind, glaube ich, schon zwei verschiedene Welten und wahrscheinlich bleibt man dieser Welt treu. Ich denke, ich bleibe es, ja. Gut, dann werden wir sehen in 10 Jahren. Das war schon für heute. Merci vielmals, dass du da warst und die Zeit genommen hast. Morgen geht es natürlich wieder weiter bei uns, bei der Motorsport Schweiz Live Lounge. Wieder viele spannende Gäste. Die Motorsport Schweiz Live Lounge wird Ihnen präsentiert von D-Max, Tissot, Motoricardo.ch, Rocca, der interregionalen Blutspende SRK und der Schweizer Paraplegiker Stiftung.